Ja, wir wissen, dass die Rohstoffmärkte weltweit vor großen Herausforderungen stehen. Die GIZ arbeitet im Auftrag der Bundesregierung in 130 Ländern weltweit und in 20 davon beschäftigt sie sich insbesondere mit den Herausforderungen in diesen rohstoffproduzierenden Ländern. Rohstoffe sind wichtig für die Zukunft der Weltwirtschaft. Gleichzeitig wissen wir, dass es eben teilweise nicht tragbare soziale und Umweltverhältnisse in den rohstoffproduzierenden Ländern gibt und diesen Herausforderungen stellen wir uns. Wir arbeiten insbesondere auf der einen Ebene, um die Rahmenbedingungen zu verbessern. Das ist zum Beispiel die Förderung von Bergbauministerien oder dass wir bestimmte Gesetzgebungen zu sozialen Umweltverträglichkeit im Bergbau fördern. Auf der zweiten Ebene sorgen wir für Transparenz. Wir fördern zum Beispiel die Extractive Industries Transparency Initiative. Das ist eine Initiative, die sicherstellt, dass zum Beispiel die Gelder, die aus der Rohstoffwirtschaft entsprechend kommen, tatsächlich dann auch der Bevölkerung zugutekommen. Und das Dritte ist, wir arbeiten direkt mit Unternehmen zusammen, weil wir es für wichtig halten, dass zum Beispiel soziale Umweltstandards in der Produktion eingeführt werden, dass die Arbeiter trainiert werden, dass wir sicherstellen können, dass zum Beispiel der Rohstoffabbau dann tatsächlich unter menschenwürdigen Bedingungen erfolgt. Ja, die ENBW kauft Rohstoffe vor Ort und muss sich diesen Rahmenbedingungen in den produzierenden Ländern stellen. Wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, dass man in der gesamten Lieferkette schaut, dass soziale Umweltverträglichkeit tatsächlich sichergestellt wird. Das bedeutet insbesondere mit den Unternehmen vor Ort arbeiten, mit den unterschiedlichen Gruppen, die da beteiligt sind, die Arbeiter, die lokalen Bevölkerungsteile, die entsprechenden Nichtregierungsorganisationen, zivilgesellschaftlichen Akteure in den Dialog zu bringen und mit ihnen zu schauen, wie können wir die Rahmenbedingungen verbessern.